Weiter, ihr Lieben, mit Zelda Skyward Sword. Und ich bin verdammt, hoppla, verdammt gespannt. Steck mal weg. Verdammt gespannt, was hier auf mich wartet. Was das ist, weiß ich nicht. Kisten, da ist eine Bombe. Muss ich die sprengen, oder? Nee, glaube ich kaum. Das habe ich jetzt auch nicht wirklich dran geglaubt, dass das geht. Aber merkwürdig sieht es schon aus. Aber ich speichere hier erstmal. Da hinten ist was für Bomben. Vulkanaufstieg. Ans andere Ende, wo am Anfang, wo ich war, wo ich den wo ich eine Bombe brauche, komme ich auch schon nicht erst, wenn ich eine Bombentasche habe. Oh, hier geht's auch noch weiter. Meine Freunde. Nicht. Nein! Mein Geld ist ins Feuer gefallen. Nein. Du Trottel. Ich habe doch da oben was gesehen. Du willst doch nicht einfach mit Steinen nach mir werfen, oder? Aha. Ach geil. So macht das Spaß. Muss den Kuchen mit dir. Gut. Wo bin ich denn hier gelandet zum Schaden? Da ruft doch schon wieder einer seine Freunde. Da ist keiner mehr zum Rufen. Oben komme ich offensichtlich nicht rauf. Vielleicht kann ich ihn aber runterschubsen. Nein. Graben. Hä? Ein Fake-Loch? Ach, da ist ja noch was zum... Halt du mal das Maul da oben. Eine Höhle. Wo geht das bloß hin? Hm. Viele Wege führen nach oben, ne? Wow. Was ist das denn? Ah, Schock. Aha. Da buddelt sich einer nach oben, würde ich mal behaupten. Und Link geht auch so nah dran. Gleich BAM! Aha. Yeah. Oh, ich sehe, dies ist dein erster Besuch bei mir. Danke, dass du vorbeischaust. Der hat aber Menge Rubine im Sack. Mein Name ist Cipollino. Das ist ein cooler Name. Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Ich habe die Aufsicht über die Risiko-Rubinjagd. Ach nö, ich will nichts sagen. Du kannst so lange nach Rubinen graben, bis du auf eine Bombe stößt. Anfänger. Das Anfängerfeld bietet wenige Orte zum Graben. Genau das Richtige für Einsteiger. Eine Runde auf dem Feld kostet 30 Rubine. Nein. Gar nicht. Hi, hi. Hi, hi. Ja, klar. Ja, geil. Ja, wieder ein Fake-Loch. Gibt's hier noch mehr? Hoi, hoi. Lizzie ist der Typ, ja. Ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass hier... Ah, guck mal. Wow. Diddle-dude. Du hast Eldin... was? Erz erhalten. Ah.
Okay. Wieder was Neues. Aber haben sie ja auch gesagt, dass man hier hartes Metall findet. Du willst Shibuya und Risiko Rubina spielen, oder? Willst du einen Tipp, mit dem du ganz einfach reich wirst? Allerdings gibt es den nicht umsonst. Schließlich wirst du ja reich damit. Oh. Ich mach dir einen Preis, der mich fast zum Weinen bringt. Schlappe, ja gut, verrat's mir. Ich danke dir recht schön, aber sag es niemandem weiter. Also, je nachdem, wie kostbar ein Rubin ist, wird er von einer unterschiedlicher Anzahl Bomben gesichert. Ein grüner Rubin zum Beispiel hat in der Nähe keine Bomben. Ein blauer Rubin hat 1 bis 2 Bomben, ein roter Rubin 3 bis 4 und ein silberner Rubin 5 bis 6 Bomben in seiner Umgebung. Ein goldener Rubin ist sehr, sehr selten und wird von 7 bis 8 Rubinen umgeben. Und was sagst du, das macht es doch erheblich einfacher zu entscheiden, wo du gerade... Nee, macht's nicht! Mit etwas Glück brauchst du aber trotzdem noch, alles gut. Da, für dich habe ich jetzt 20 Rubine verschwendet. Hätte ich auch genauso gut. Da noch spielen können für 30 Rubine. Ist ja nicht so, dass man hier kein Geld kriegt, ne? Ist ja sehr cool, das Item zum Graben, muss man immer sagen. Das ist nice von euch. Was haben wir denn da? Ein Stein. Herzlichen Dank, dass du dich eine riesige Rubinjagd versuchst. Beachte folgendes, Rubine mit niedrigem Wert haben selten Bomben in ihrer Nähe. Oh, hätte ich den Tipp doch gar nicht gebraucht, Mann. Wenn es mir der Stein schon verrät. Oh, komm. Nee, LMAA, weißt du? Aber instant. Nee. Das ist genauso derselbe Fehler wie mit der Dekotasche gewesen. Das wusste ich ja nicht vorher. Du nervst. Ey, die waren, dass du Depp mal die Schnauze willst. Halt's Maul. Ach, cool. Guckst du weiter? Sehr gut. Ja, so macht das Spaß. Ich weiß bloß nicht, wo ich jetzt hinkomme. Ob ich überhaupt richtig bin. Jetzt ist hier sein Gesicht aufgezeigt. Cool. Da kann man hochklettern, hier kann man, weiß ich nicht, seine Füße waschen. Kein Plan warum. Oh! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Kam überraschend aus der Erde. Ich wollte eigentlich noch unten lang, aber... Wow. Ich gehe auch noch unten lang. Da war ja eben noch ein Weg, wo ich jetzt lang gehen kann. Nein, der fällt runter. Ich wollte sagen, er fällt irgendwie ins Loch, aber... War doch klar, dass man mit den Bomben dann darüber kommen kann. Ne? Ein bisschen logisch denken angesagt, dann klappt das auch alles. Seid ihr schon wieder da? Ich komme! Nur, dass ich nicht kaputt gehe, so wie ihr. Kommt mal her. Blauer Rubin. Habe ich ja mein Ausgaben schon wieder drin. So, da drüben habe ich gemeint. Komme ich da hin, wenn ich hier eine Bombe nehme? Ich bezweifle es ja. Es ist doch ein weiter Weg. Ja, es ist ein weiter Weg, das schafft man nicht. Man kann ja mit der Bombe im Schlepptau auch nicht rennen, das geht ja nicht. Kommt man nicht hin, das ist zu weit weg. Also muss ich da oben lang. Okay, hätte ja sein können, dass es doch funktioniert. Was ist das denn hier? Ich speichere nochmal schnell, dann gehe ich mir wieder da hoch. Mal gucken. Da muss ich ja dann auch lang, ne? Sonst, da geht es ja nicht weiter. Also gibt es ja schon 2 Stellen, wo man wieder hinkommen muss, wenn man eine Bombentasche hat. Lauf, leg! Gib alles, komm schon! Hier, stoppen. Da drüben ist eine Bombe. Und was zum Graben. Da gehen wir dann rüber.
Deko-Nüsse. Ah, da unten kann man auch weiter. Ah, sehe ich jetzt erst. Herz, Rubin, Herz, Rubin, Herz, Rubin, Herz, Rubin. Rollst du weiter, würde ich sagen. Wurde doch gereicht. Okay. Ich sag bloß, ich bin jetzt da. Da oben komme ich nicht hin und der ist weggeflogen. Bin ich jetzt etwa am Anfang, wo ich vorher nicht durch. Ja, ich bin am Anfang. Cool. Okay, also brauche ich nur für die eine Stelle da jetzt eine Tasche. Weil anders geht das nicht. Oder ich habe mich zu doof angestellt mal wieder. Lauf, Alter! Jetzt machen wir Pause. Dann läufst du weiter. Marathon-Mann, Link. Dass der in seinem Leben schon gelaufen ist. Und nicht nur bei mir auf der Konsole, auch bei vielen anderen auf der Welt. Nicht nur in Deutschland, sondern allgemein. Bei sehr, sehr vielen anderen Leuten auch. War das gerade? Na gut, ja. Ist doch schon, aber es ist eigentlich ganz schön hier. Also, übersichtlich finde ich es auch. Besser als im Wald, aber es ist übersichtlich wie hier. Iga, Iga, Uga. Ey, die Fängerei ist gar nicht mehr so einfach. Ja, bevor ich darauf sprinte und mir die ganzen roten Typen davor nehme, das sind nämlich ganz schön viele, so wie es aussieht, mache ich wieder einen Cut. Wir sehen uns hier im nächsten Part von The Legend of Zelda Skyward Sword. Bye, bye.